Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute an meiner Seite die Emma vom YouTube-Kanal Raw Nourishment. Herzlich willkommen, liebe Emma. Hallo liebe Silke, ich freue mich sehr, heute auf deinem Kanal zu sein und mit dir über einfach spannende Themen zu sprechen. Wie einige Zuschauer, die meisten Zuschauer, die mich regelmäßig verfolgen, wissen ja, dass das Thema schleimfreie Heilkost, schleimarme Heilkost nach Arnold Ehret, so auch eines meiner Hauptthemen ist. Und ich habe die Emma heute an meiner Seite, weil die Emma nämlich auch Erfahrungen mit der schleimfreien Heilkost macht, beziehungsweise die schleimfreie, schleimarme Heilkost praktiziert. Und mir geht es heute in diesem Video auch darum, mal noch so einen anderen Erfahrungsbericht mit euch zu teilen. Ich habe ja schon einige Videos mit dem Henry gemacht vom YouTube-Kanal Henry Lopp. Emma, du hast mit dem Henry auch ein Video veröffentlicht auf deinem Kanal. Ich werde Emmas Kanal auch oben in den Infokarten verlinken. Genau, ich hatte mit dem Henry vom YouTube-Kanal Henry Lock schon Videos gemacht, mit dem Tobias von IOM hast du auch schon, glaube ich, ne? Ja. Genau. Und heute mal die Emma, noch ein bisschen mehr Erfahrungsberichte, weil ich das so spannend finde. Und ja, ich habe euch den Kanal von Emma verlinkt. Deine Themen sind ja auch Rohkost, ne? Die pflanzliche Ernährungsweise, Fasten auch. Also ja. Generell so Gesundheit, Fasten, Ernährung. Genau. Das sind deine Themen. Ja. Du hast mir erzählt, du hast vor einigen Jahren auch vegetarisch, dann vegan umgestellt und seit 3 Jahren ernährst du dich rohköstlich und teilst das ja auch auf deinem Kanal. Ja. Jetzt ist die Frage, wie bist du denn auf die schleimfreie, die schleimarme Heilkost nach Arnold Ehret gekommen? Also das war so, dass ich war ganz normal vegan, habe mich, nachdem ich die vegane Ernährung mit ganz vielen Ersatzprodukten gestartet habe und mich damit aber nicht gut gefühlt habe, habe ich einfach mal im Internet geschaut, wie man sich denn vegan ernähren kann, so dass man ja auch gesund ist, sich damit wohlfühlt. Und da bin ich auf YouTube auf ein paar Personen gestoßen, die vor Gesundheit nur so strotzten. Und ich habe geschaut, was die anders machen als ich. Und die haben sich eben nicht hauptsächlich von diesen Ersatzprodukten ernährt, sondern von frischen, vollwertigen, pflanzlichen Lebensmitteln. Also Obst, Gemüse, aber auch Kartoffeln, Reis, Quinoa. Und es hat mich so inspiriert, dass ich eigentlich von heute auf morgen alle Ersatzprodukte gestrichen habe und angefangen habe, mir alles selbst zu kochen. Das war auch so der Zeitpunkt, wo ich das erste Mal so wirklich mit der Rohkost in Berührung kam. Also ich habe angefangen, mir Smoothies zu mixen und ich habe innerhalb kürzester Zeit so einen enormen Unterschied festgestellt, was meine Gesundheit anging. Und da hat sich für mich auch nochmal das Ganze so ein bisschen gewendet, was meinen eigentlichen Grund für eine vegane Ernährung anging. Also ich habe angefangen, mich vegan zu ernähren aus ethischen Gründen, aber als ich dann gemerkt habe, wie gut man sich eben auch mit einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung fühlen kann, habe ich auch immer mehr verstanden, wie wichtig eigentlich auch so dieser gesundheitliche Aspekt ist. Und ja, ich habe mich Wochen, Monate lang von diesen vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln ernährt, bis ich dann irgendwann an einem Punkt war, an dem ich nur noch abends eine gekochte Mahlzeit hatte. Das waren dann meist auch so Sachen wie Süßkartoffeln, Kartoffeln, Reis, Quinoa. Und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, dass ich mich nach dieser gekochten, stärkehaltigen Mahlzeit nicht ganz so gut gefühlt habe wie nach der Rohkost, also wie nach dem Obst und Gemüse, was ich tagsüber gegessen habe. Und dann hat mir ein Freund von mir empfohlen, die Bücher von Arnold Ehret zu lesen und meinte da auch zu mir, dass seine Bücher sein Leben total verändert haben und ja, dass es ganz, ganz wichtig ist. Und ja, das hat mich interessiert. Ich habe angefangen, die Bücher zu lesen und war so fasziniert auch von dem Wissen, was er damals zu seiner Zeit schon hatte. Und ja, es hat alles sehr viel Sinn gemacht, was er geschrieben hat. Und wie es der Zufall so wollte, bin ich dann relativ kurze Zeit später, also ich glaube, es waren einige Wochen später, zum ersten Mal in die Tropen geflogen nach Thailand. Und da habe ich mir vorgenommen, dass ich das Ganze einfach mal ausprobiere, mich 100% rohköstlich zu ernähren und aber auch komplett schleimfrei, also wasserreiche Früchte und grünes Blattgemüse. Und das habe ich dann in Thailand insgesamt 6 Wochen lang gemacht und ich habe mich so unfassbar gut gefühlt. Also
Das war unglaublich, was ich da für ein neues Lebensgefühl erfahren habe. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so leicht gefühlt und ja, energiegeladen. Und das hat mich letztendlich so motiviert, das Ganze beizubehalten. Und ja, das ist jetzt 3 Jahre her und ich bin immer noch auf diesem Weg und ja, bin sehr glücklich darüber. Du hattest schon erwähnt, du hast dich in Thailand, also von wasserhaltigem Gemüse und grünem Blattgemüse ernährt. Das ist ja schleimfrei. Hast du auch schleimarme Phasen? Also ich weiß ja, dass du dich nur rohköstlich ernährst. Es gibt ja auch die Möglichkeit, schleimfreie Heilkost, also mit gedämpftem, gebackenem, gekochtem Gemüse durchzuführen. Und du bleibst aber bei der Rohkost, ne? Genau, ich bleibe Wenn bei der Ja, also ich bleibe bei der Rohkost, wobei Rohkost natürlich auch nicht heißt, dass man sich schleimarm oder schleimfrei ernährt. Man kann sich auch rohköstlich ernähren und ganz viele schleimbildende Lebensmittel essen, wie fettreiche Nahrungsmittel, Avocados, aber halt auch diese ganze Gourmet-Rohkost. Damit habe ich auch ganz viele Erfahrungen gesammelt. Ich finde, das gehört auch irgendwie zu diesem Weg dazu. Aber ich bin immer wieder zu dieser schleimarmen, schleimfreien Ernährung zurückgekommen, weil ich mich damit einfach am besten fühle. Und wenn du dann schleimarm isst, integrierst du dann ein paar Fette? Oder was integrierst du dann in deine schleimarme Ernährung? Genau, also ich esse schon noch so 1 bis 2 Mal die Woche eine Mahlzeit, wo eine Fettquelle drin ist. Meistens ist es eine Avocado. Ja, aber ansonsten recht schleimfrei. Wie sieht denn mal so ein, kannst du uns mal so einen Tag beschreiben? Wie sieht denn so ein Tag aus? Oder wenn du sagst, wie hast du gestern gegessen, schleimfrei, schleimarm? Wie sieht es dann aus? Was trinkst du? Was isst du? Genau, also bei mir ist es so, dass ich mir über die Jahre jetzt ja, angewöhnt ist ein blödes Wort. Es ist einfach so ganz natürlich gekommen, dass ich meist bis 14 Uhr nichts Festes zu mir nehme. Also ich fühle mich einfach am besten, wenn ich morgens noch nichts esse. Und ich trinke da aber schon gerne mal einen frisch gepressten Saft, meistens gegen 10, 11 Uhr. Und danach habe ich so um 14 Uhr meine erste feste Mahlzeit. Das sind dann meistens wasserreiche Früchte. Und ich halte das da immer sehr simpel. Also meistens esse ich dann auch eine Monomahlzeit, zum Beispiel Weintrauben oder Melonen. Und abends gegen 18, 19 Uhr habe ich dann meine zweite und letzte feste Mahlzeit. Und das ist dann eine Gemüsemahlzeit, also ein großer Salat mit einem fettarmen Dressing. Da mixe ich mir ganz oft einfach nur Tomaten und vielleicht ein paar Kräuter. Und da hat man dann eine schöne Rohkostsoße. Oder was ich auch gern mache, sind Gurkennudeln oder Zucchini-Nudeln. Genau, also das ist bei mir mittlerweile so, dass ich 2 feste Mahlzeiten habe und ein paar frisch gepresste Säfte, 1 bis 2 Stück am Tag. Und ja, damit fühle ich mich sehr gut. Was ist denn so deine Erfahrung mit Früchten? Das ist ja auch immer so das Problem hier in Deutschland, wirklich reife, gute Früchte zu bekommen. Aber für die Schleimfreiheilkost sind, weil du auch sagst, wasserhaltige Früchte, ne? Hast du da die Erfahrung gemacht, oder konsumierst du dann alle Früchte oder achtest du denn schon auf Qualität und auf reife Früchte? Wie machst du das dann bei der Schleimfreiheilkost? Ja, also es stimmt auf jeden Fall, dass es in Deutschland mit den Früchten nicht ganz so einfach ist. Vor allem, als ich dann eben auch auf Reisen war in den Tropen, merkt man einfach den Unterschied. Aber ich finde schon, dass es möglich ist, sich in Deutschland rohköstlich, schleimarm, schleimfrei zu ernähren. Es gibt immer irgendwie Möglichkeiten und jetzt im Winter hat man ja zum Beispiel, was auch regional ist, Äpfel, Birnen. Das funktioniert immer ganz gut. Ab und zu finde ich auch gute Melonen oder Weintrauben. Im Sommer sind es dann ja Wassermelonen, sowas. Und gemüsemäßig finde ich es eigentlich relativ einfach. Also Salate, Gurken, das kriegt man ja auch alles hier. Für mich spielen ja auch in der schleimfreien Heilkost so grüne Lebensmittel eine wichtige Rolle. Ja. Welchen Stellenwert haben die bei dir? Ja, ganz, ganz wichtig. Also das habe ich auch schon so oft in meinen Videos erwähnt und privat sage ich das den Leuten auch jedes Mal, dass es super, super wichtig ist, vor allem am Anfang, ganz viele grüne Lebensmittel in die Ernährung einzubauen, damit man einfach keinen Mineralienmangel bekommt, denn die Früchte entgiften ja auch super, super stark
Und wenn man da direkt in eine früchtebasierte Ernährung reinspringt und seinen Körper davor nicht schon zu einem gewissen Grad entgiftet hat, dann kann das auch schnell böse ausgehen. Und ja, zu viele Gifte auf einmal in den Blutkreislauf kommen. Deswegen Grünzeug absolut wichtig. Okay. Du hast ja erzählt, dass du das jetzt schon seit ungefähr 3 Jahren machst. Ne? Vor 3 Jahren warst du in Thailand und seitdem bist du auf dem Weg so der Schleimfreien, der schleimarmen Heilkost. Was hat denn sich bei dir durch diese Art der Ernährungsform verändert? Gab es Veränderungen und was hat sich verändert? Ja, also die Ernährungsform hat eigentlich mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Ich habe ganz viele Veränderungen im körperlichen Bereich wahrnehmen können, aber auch was die psychische, mentale Ebene angeht. Körperlich war die gravierendste Veränderung, dass meine Menstruationsbeschwerden komplett verschwunden sind. Also vor meiner Ernährungsumstellung hatte ich immer ganz starke Krämpfe, wenn ich meine Periode bekommen habe. Das war teilweise so schlimm, dass ich nicht mehr rausgehen konnte, einfach nur im Bett lag. Ja, die Blutung hielt auch immer sehr lange an, ungefähr eine Woche, und war sehr stark. Und seitdem ich mich eben schleimarm ernähre, ist das komplett verschwunden. Also ja, es ist eine ganz leichte Blutung, man spürt überhaupt nichts davon. Und generell ist das Körpergefühl so anders geworden. Man fühlt sich leicht, unbeschwert. Ja, man steht auf und hat direkt Energie. Henry sagt ja auch immer wieder, dass man das so ein bisschen vergleichen kann, wie als wäre man wieder ein Kind. Also man hat so viel Energie, man freut sich auf den Tag. Und ja, was so die mentale Ebene angeht, da hat sich mein Bewusstsein sehr verändert. Also auch meine Interessen haben sich komplett verschoben. Ich war früher, ja, wahrscheinlich so wie die meisten Jugendlichen. Ich war gerne feiern, habe auch mal Alkohol getrunken. Und wenn ich so zurückschaue, dann kann ich oft gar nicht glauben, dass das mal mein Leben war. Also das hat sich komplett verändert. Ich interessiere mich natürlich jetzt für die gesunde Ernährung, spüre aber auch so eine ganz tiefe Verbundenheit mit allem um mich herum, also auch zur Natur. Das ist auf jeden Fall ganz stark gekommen, seitdem ich mich so ernähre. Und ja, ist schon sehr faszinierend, was sich da so durch die Ernährung ändern kann. Genau, also das sind auch meine Erfahrungen, diese Leichtigkeit, ne? Dieses Körpergefühl, diese Leichtigkeit, auch mit der Menstruation, das hatte ich auch schon vor ein paar Jahren in dem Video erklärt, dass die Beschwerden weggehen und dass man nicht mehr so stark menstruiert und dass es einfach ganz leicht ist, dass man das kaum bemerkt. Ne? Und auch mental hat sich bei mir so viel verändert, die Wahrnehmung, also wir haben uns ja schon privat darüber unterhalten, dass es irgendwie auch so dieser Blick auf gewisse Dinge verändert sich einfach. Man nimmt anders wahr oder man versucht auch, sag ich mal, hinter die Dinge zu blicken oder aus der Vogelperspektive. Das ist so, hätte ich mir nie träumen lassen, was sich da mental so alles passiert. Finde ich schon sehr erstaunlich. Und jeder, der diesen Weg geht, erzählt mir das. Wirklich. Ja. Ist schon erstaunlich, was so mit dieser Ernährungsform möglich ist. Finde ich wirklich auch ganz faszinierend. Und ja. Kannst du jedem ans Herz legen, diese Ernährungsform mal auszuprobieren. Es muss ja nicht gleich schleimfrei sein, auch die schleimarme Variante. Du gehst ja den rohköstlichen Weg, es gibt ja auch noch den Weg, ich denke gerade Menschen, die aus einer konventionellen Ernährung kommen, für die ist es dann, wenn sie mal die schleimarme, schleimfreie Heilkost ausprobieren wollen, besser, wenn sie auch mal Gemüse backen, dämpfen oder dünsten. Da hatte ich auch schon einige Videos, wir haben sogar mal ein Video gemacht, Henry und ich, wie wir Gemüse zubereiten für die schleimfreie Heilkost, also wie wir das denn eben backen und dämpfen. Ist auch eine Möglichkeit, ne? Weil so gleich von der konventionellen Ernährung in die Rohkost, das könnte manche überfordern und wäre auch nicht sinnvoll durch diesen Entgiftungsprozess. Aber es ist auf alle Fälle spannend. Es gibt ja auch du hast ja auch die Schriften von Arnold Ehret erwähnt. Die sind ja jetzt schon über 100 Jahre alt und da gibt es schon einige Schriften, die sind auch schon frei. Und ich werde auch mal, du kennst du auch die freien Schriften, ne? Es gibt ja so einige PDF-Dateien. Ne? Hast du alles so diese Schriften gelesen? Ja. Genau, die gibt es jetzt auch, die kann man frei sich herunterladen, da setze ich mal einen Link unten hin, die kann man sich direkt runterladen, da gibt es frei die schleimfreie Heilkost, dann vom
Kranken zum gesunden Mensch und noch ein paar Fastenbriefe. Die, also da, das ist, das davon weiß ich, die habe ich auch bei mir verlinkt. Und dann gibt es aber auch, wer lieber Bücher mag, da gibt es ja die gesunde Menschen, Band 1, Band 2. Kennst du diese beiden Bücher? Ja. Also ich habe die auch vor ein paar Jahren gelesen, gerade auch der zweite Teil, also gerade wo das auch in, so in dieses Spirituelle reingeht, weil man merkt, was sich bei ihm auch mental so verändert hat. Also mich hat das total fasziniert. Ich hatte teilweise Gänsehaut, auch die damals noch die Sprache, die wie damals diesen Zeitgeist, das hat fasziniert mich, hat mich schon immer fasziniert. Und auch die Wörter, die Sprache, die er verwendet, wenn man sich das mit heute vergleicht, unsere Sprache, die wird immer so ärmer an Wörtern und die verliert so an Tiefe. Und ich finde es einfach so herrlich, seine Schriften zu lesen. Also da ging dir wahrscheinlich auch so, ne, dass du gelesen hast und voll begeistert und Gänsehaut. Genau, also kann ich nur jedem ans Herz legen, also sich mit Arnold Ehren ein bisschen auseinanderzusetzen. Und ich habe ja auch mit dem Henry schon einige Videos gemacht und du hast es ja auch erwähnt, dass du das in deinen Videos betonst, die grünen Lebensmittel, wie wichtig das ist. Natürlich, Arnold Ehren hat vor über 100 Jahren gelebt und Menschen weitergeholfen. Natürlich muss man auch die heutige Zeit sehen und auch die schleimfreie Heilkost ein bisschen modifizieren. Da gibt es dann noch so ein paar Punkte, an denen man drehen kann und die man mit hinzugeben muss, damit das funktioniert. Auch gerade, wenn man in einer Großstadt lebt. Jetzt haben wir auch viel mehr Industriegifte, Schwermetallbelastung, Pestizide. Das gab es ja damals so in Ehrens Zeit noch nicht. Auch die Strahlung. Also heute muss man da noch so an anderen Schrauben drehen, ne, um dass das so funktioniert. Ja. Ich danke dir sehr, liebe Emma. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Und wir können gerne auch noch mal ein Video, vielleicht überlegen wir uns einfach mal ein Thema, weil so, ich finde einfach so Erfahrungsberichte einfach so spannend oder wir zu Schleimfreien Heilkost oder zu irgendeinem anderen Thema, wir finden auf alle Fälle was. Ja, sehr gerne. Da danke ich dir sehr. Und ja, an die lieben Zuschauer, hinterlasst gerne eure Meinung, eure Gedanken zu diesem Interview, zu Schleimfreien Heilkost, zu euren Erfahrungen. Was haltet ihr von der Schleimfreien Heilkost? Also wir sind sehr gespannt und ich schätze, Emma wird auch mal unter das Video schauen und vielleicht auch einige Kommentare beantworten. Dann wünsche ich alles Gute, alles Liebe für euch und bis ganz bald. Tschüss.